Heute lade ich euch ein, mit mir meine Sonnenaufgangsmeditation zu machen. Und ich wünsche euch viel Freude daran. Bis gleich, nach dem Intro geht's los. Mein Name ist Barbara Masur und ich heiße dich herzlich willkommen am heutigen Montag, 20. Juni 2022. Ja, wie gesagt, die Engel wecken mich ja immer früh morgens. Oh, ein Marder. Schade, den könnt ihr nicht sehen. Auf der gegenüberliegenden Seite rennt gerade ein Baummarder. Einfach übers Feld sozusagen. Ganz schön. Ja, ich bin jetzt hier, um meine Morgenmeditation zu machen zum Sonnenaufgang. Und das ist wunderschön. Also es ist einfach so schöne Luft. Ne? Ihr seht, ich kann schon auf T-Shirt rausgehen heute. Und es ist so ruhig und es ist einfach schön. Und jetzt lade ich euch ein, damit wir diesen Zeitpunkt auch nicht verpassen, mitzumachen. Sucht euch gerne auch draußen in der Natur einen schönen Standort. Es muss jetzt nicht auch wie bei mir hier kurz nach 5 sein, sondern ihr könnt einfach euch einen Standort suchen und die Uhrzeit frei wählen. Die Energie ist ja universell sozusagen und ist nicht gebunden an Zeit und Raum. Wenn ihr zu Hause seid, in eurem Haus, stellt euch einfach vor, dass ihr draußen in der Natur steht und euch mit Mutter Natur verbindet und mit natürlich auch gleich mit der Sonne. Ich richte mich jetzt gleich nach Osten aus. Das Osten, immer in Anführungszeichen. Wir wissen, das ist ja alles nicht so, wie es uns gelehrt wurde. Aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Okay, also legen wir los. Mal schauen, dass auch ihr den richtigen Blick bekommt. Also das ist jetzt nur die Ausrichtung, die den Sonnenaufgang, in Anführungszeichen Aufgang, kann man auch hier leider nicht sehen, sondern spüren. Okay. Stelle dich gerade hin. Mit aufrechtem Körper, die Schultern zurück, den Kopf gerade und die Füße schulterbreit auseinander. Atme ruhig ein und aus. Und ich rufe Erzengel Michael an deine Seite und bitte ihn, uns in sein königsviolettes Energiefeld des Schutzes zu hüllen, damit wir jetzt für die Zeit dieser Morgenmeditation vollkommen in Sicherheit sind. Wenn du magst, schließe jetzt deine Augen. Und stelle dir vor, wie dicke grüne Wurzeln aus deinen Fußsohlen hinunter in Mutter Erde wachsen, bis zum Mittelpunkt der Erde. Feste Lungen zu allen Seiten hin geben dir sicheren Halt.
Stelle dir mit dem nächsten Atemzug vor, dass eine goldene Schnur vom Himmel herab zu deinem Kronenchakra führt und du nun auch von oben die Balance erhältst und verbunden bist Verbinde nun dein Herz mit der Sonne und heiße den neuen Tag willkommen. Spüre, wie die Sonne alles heller macht vor deinem inneren Auge. Spüre ihre Kraft und Macht und die wohltuende Wärme, die sie dir zuteil werden lässt. Mit jedem Atemzug erhältst du wertvolle Energien für diesen Tag aus der Erde, aus dem Himmel reich und von der Sonne. Sie alle vereinen sich in dir und stärken dein Energiesystem aufs Allerhöchste. Spüre die allgegenwärtige und unendliche Liebe, die der Schöpfergeist dir damit zuteil werden lässt. Aus dieser Kraft heraus kannst du nun Mutter Erde helfen,
Sende jetzt mit dem nächsten Atemzug. Mutter Erde, deine Dankbarkeit und deine Liebe sende ihr mit deiner Liebesenergie Heilung. Und stelle dir vor, wie die Erde zu neuer Kraft kommt. Stelle dir vor, wie Pflanzen, Bäume, Tiere sich regenerieren. Und wieder vital und fit gedeihen und wachsen. Stelle dir die Natur wunderschön, nährreich und schützend für Mensch und Tier vor. Und du siehst, wie deine Herzensenergie, wie deine Liebesenergie sich stetig und fließend über die Wurzeln deiner Fußchakren immer weiter ausdehnt. Weiter und weiter über die Stadt- und Landesgrenzen hinweg. Das weltweite Wurzelsystem verbindet alles miteinander und somit erhält die gesamte Welt deine heilende Liebesenergie. Du siehst, wie sich die Natur überall, weltweit regeneriert und zu ihrem natürlichen Ursprung zurückfindet. Nehme jetzt einen Augenblick wahr, wie sich diese vollkommene Natur anfühlt. Und wie sie aussieht.
hat seinen natürlichen Rhythmus. Leben und Sterben. Komme nun langsam zurück an den Ort, an dem du dich befindest. Bedanke dich bei Erzengel Michael, bei Mutter Erde, bei der Sonne und natürlich bei der Schöpferkraft. Bedanke dich auch bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, Mutter Natur zu unterstützen und dir Gutes zu tun. Fühle noch einmal die Dankbarkeit, die auch Mutter Natur dir entgegenbringt, für deine wunderbare Hilfe. Mit dem nächsten Atemzug beginne dich langsam zu bewegen. Hebe die Zehenspitzen ein wenig auf und ab. Recke und strecke deine Fingerspitzen. Mach ein paar Schulterkreise. Und dann recke und strecke dich, atme tief ein und aus und lächle. Du bist wieder vollkommen im Hier und Jetzt und fit für diesen Tag. So. Wunderschön. Ja, das war unsere wunderbare Morgenmeditation. So startet also mein Tag. Wenn ich fit genug bin, dann bleibe ich auch direkt auf. Aber wenn ich nichts zu tun habe und es Wochenende ist, dann lege ich mich auch sehr gerne noch einmal hin und genieße noch mal so die 1-2 Stunden im Bett. Ja, 2 Stunden sind meistens dann doch. Und das ist wunderbar. Und was auch immer du jetzt machst, auch dir wünsche ich viel Freude daran. Genieße diesen Tag in der Liebe und im Licht der Urquelle. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mitgemacht hast. Ja, wir alle sind Erdenengel und können unseren Beitrag dazu leisten, die Erde wieder zu ihrem Ursprung zurückzuführen, sodass auch wir wieder fünfdimensionale Wesen werden können. Alles Liebe und alles Gute, der Frieden, die Liebe und das Licht sei mit dir. Bis zum nächsten Video. Eine gute Zeit. Deine Barbara Masur. Tschüss.